Hallihallöchen, Hans und Peter hier, willkommen zurück zur Geiselaustausch in Pokémon Ranger 3 in der Oblivia-Region. Wir folgen den Spuren des Lichts, nachdem Finsternis über einem Jahr herrschte. Von Licht haben wir noch nicht so viel mitbekommen, aber von der Finsternis in einem Jahr haben wir auch eher später mitbekommen. Ich weiß echt nicht mehr, wie das Ende vom Spiel war tatsächlich. Also, das Spiel ist mir noch am unpräsentesten im Gedächtnis geblieben. Und ich habe auch vergessen, dass hier ein Feuerriegel war. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das Spiel überhaupt ein zweites Mal durchgespielt habe. Ich glaube mal Speedrun-mäßig vielleicht, aber... Boah, ich könnte mich nicht dran erinnern. So, Oh, Chefin, dir geht es gut. Ihr habt euch ja richtig Sorgen um mich gemacht. Eigentlich könnte die loslaufen, ne? Die hat keine Handschuhe, keine Fesseln, kein gar nichts. Chefin, du wirst sicherlich ganz unserer Ansicht sein, wenn wir sagen, dass es ein Unding wäre, unsere wertvolle Geisel einfach so den Rangern zurückzugeben. Deshalb wollen wir dich gewaltsam aus den Händen der Pokémon Ranger befreien. Iglava, Ambitiful, los, ihr seid an der Reihe. Das, haben wir auch die Drohung ausgesprochen, dass man bei uns auch für nichts garantieren kann? Oh. Naja, sollte ein Eisrang sein. Oh yeah, 2 Ranger Points. Ich habe nicht gedacht, dass wir verlieren können. Sorry bitte, Chefin, wir haben uns wie Dummköpfe verhalten. Hör mal, Ranger. Lass uns einfach so tun, als wäre das eben nicht passiert, okay? Mein Touch, man sieht ja so ein bisschen die Abdrücke auf dem Touchscreen. Jo. Oh, der Tempel ist offen. Das sind nur Kreise. Schöne Sache. Aber halt nur auf dem unteren Teil der Hälfte des Bildschirms. Warte mal, hast du nicht irgendwas vergessen? Nehmen Ranger nicht immer eine bestimmte Pose ein, wenn sie eine wichtige Mission beginnen? Zinnoberauge und ich sind nämlich ehrlich gesagt echt neidisch darauf. Deshalb haben wir uns selbst unsere eigenen Posen ausgedacht. Komm schon, zeig mir bitte deine Pose. Yeah, Pichu ist einfach am coolsten. Claudio ist voll die Show. Ja, okay, das ist wirklich sehr gekonnt. Dass du selbst deinem Gegner einen kleinen Wunsch nicht abschlägst, zeigt, dass du wahrlich einen guten Charakter besitzt. Ja, aber immer gerne, wenn wir posen können, dann tun wir das. So, wir sind jetzt einfach in einem Dungeon? Das habe ich jetzt nicht gedacht, dass sich der Geiselaustausch so... kompliziert gestaltet. Oh, 2 Psykraft, okay. Kann man austauschen? Ah, ne, wir haben 1 mit 2 Psykraft. Ich habe nicht gesehen, was ist es denn? Ein Xatu, okay. Easy. Hat auch 2 Psykraft, okay. Also entweder wir brauchen jetzt hart viele Pokémon mit 2 Psykraft. Ist noch ein Pupanze? Könnte kein Erstrang sein, ne? Wir haben... Doch! Ach, nett. Sogar noch ein Level Up. Das falsche Fenster gerade in der Taskleiste gedrückt. Freilassen. Komm, wenn wir den Xatu gefangen haben. Dann.
Fangen wir auch ein Natu. Auch wenn wir es direkt freilassen können. Oh. Okay, warum ist hier eine Psychowand? Zu Biris. Was soll das? Fass mich nicht an. Sorry. Ich wollte nur Liebe, Nähe und Zuneigung. Okay, keine Ahnung, ob das in... Ja, wurde es nicht. Wenn zu Biris mit 1 zerschneiden, also ein Aufwand. Ich weiß ja nicht. Oh, und 2 weitere Peaches. Willkommen zurück, Chefin. Wir haben dich schon sehnsüchtig erwartet. Hey, du kleiner gelber Ukulelenzupfer. Kommt dir diese Pichu nicht irgendwie bekannt vor? Pichu! Wir möchten dir ein Angebot unterbreiten, Ranger. Was hältst du davon, unsere Chefin gegen 2 Pichu einzutauschen? Die auf der Isla Dolce wie gefangen haben. Na, wie wäre das? Die Pichu würden mir sicher begeistert zustimmen, wenn sie nur könnten. Pichu! Habt ihr etwa den Verstand verloren? Ich bin doch wohl ein bisschen mehr wert als diese 2 kleinen gelben Biester. Hä? Haben wir jetzt einfach deinen Stolz gekränkt, Chefin? Als wir Julius Caesar, da haben ihn die Barbaren auch irgendwie für Silber, also irgendwie entführt und dann wollten die eine Menge an Silber fordern und Caesar war total empört, so was, ich bin doch nicht nur so wenig wert. Ich habe euch von Anfang an gesagt, dass das zu weit geht. Solche Winkelzüge liegen uns halt nicht. Lass uns lieber auf Altbekanntes setzen. Witzig. Oh, die sind schnell. Okay, Peach macht's einfach schnell happy. Die Peach erinnern sich anscheinend wieder an ihre Heimatinsel. Was machen wir jetzt bloß falsch? Zuerst bringen wir unsere Chefin auf die Palme und dann gehen uns zu all dem Übel noch die Pichu durch die Lappen. Pichu! Pichu, Pichu? Yes, Pichu. Plank, plank. Pichu, Pichu. Oh, das darf einfach nicht wahr sein. Diese gelben Biester laufen frei herum und ich werde hier immer noch als Geisel gehalten. So. Ah, okay. Eine Psy-Kraft braucht aber nur eine. Dass sich der andere Raum öffnet. Okay. Und hier auch eins. Ja, gut, dass wir die ganzen Psy-Kraft-Pokémon jetzt weggegeben haben. Vielleicht sind es aber auch nur Zusatzdinger. Du hattest zumindest 2 Psy-Kraft, auch wenn du blöd zu fangen bist. Oder auch nicht. Mitnehmen. Tauschen uns mal gegen euch beide. Oh, und einen Despota braucht man. Ja, also ich bin wirklich, warte, wir gehen mal erst in den anderen Raum. Ich will erst dich aktivieren. Ja, dann respawnt Curly ja sowieso. Aha. Na, die Kugel wird wohl weiter leuchten. Und Ziel beseitigen.
Danke, Curlia. So. Ach, guck mal, da ist ein Bronze. Ah, ein Bronzelschalter, die man andrücken kann. Witzig. Wow, okay, der spawnt random. Super gefährlicher kleiner Scheißer. Das bräuchte aber eigentlich echt viel mehr Pokémon Ranger Teile. Denn das ist so cool. Okay, nochmal Nepper. Ah ja. Ich habe auf dich gewartet, Ranger. Hui, du brennst ja förmlich auf einen Kampf gegen den Ranger. Na dann lass dich mal nicht aufhalten und lege gleich los. Jawohl. Los, Xatu. Schnapp ihn dir. Oh, man kann viel besser die Viecher, die haben eine kleine, also eine coole Redbox. Ich muss gerade auf den Boden schauen, war da irgendwie so ein weißer Pflaster, also so ein irgendwie Wasserfleck oder so ist. Xatu hat mich vielleicht blamiert, also so vom so. Sehr seltsam. Naja. Ach, dass mir das so an die Nieren geht, mir ist das völlig gleichgültig. Aber er ist ja noch ein Anfänger, da sieht man das vielleicht anders. So, und hier haben wir nochmal Natu. Ach, guck mal, da liegt ein Stein. Kommt eine Sidequest oder so rein. Bin die fast, Sir? Zwei löschen. Naja, vielleicht braucht man es ja noch. Eins da drüben, es hat kein Buddeln mehr. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das mit den ganz Sonderfähigkeiten hier ist. So Regenschauer und Vergraben oder Schaufler. Ich habe unsere Chefin selten so kraftlos niedergeschlagen erlebt. Sollen wir den Gefangenenaustausch lieber wie vereinbart über die Bühne bringen? Was soll denn dieses Gerede? Seid doch kein Hasenfuß. Wenn wir unsere Geisel einfach so mit nichts tauschen, dann ist unsere Chefin erst recht sauer auf uns. Aber du hast recht, aber uns fehlen halt noch die Erfahrungen. Das ist die Gelegenheit der Chefin zu beweisen, dass wir drauf haben. Gegen die vereinten Kräfte kann niemand gewinnen. Ich will ja nicht euer Selbstwertgefühl kränken, aber hi. Chefin, wir sind zwar noch Neulinge, aber wir werden mit vollem Einsatz kämpfen. Überzeug dich selbst davon. Aber die kriegen safe trotzdem nur mindestens. Und ich weiß gar nicht, warum die so motiviert sind. Mach dich auf was gefasst, Ranger. Bring it on. Oh, das ist dämlich.
Ja, jetzt ist mir der Match auch egal. Gott, das Bronzel geht mir hart auf die Nüsschen. Ach, teleportieren kann dieser Drecksack auch noch. Witzig. Mist. Naja, offenbar haben eure Kräfte nicht ganz ausgereicht, nicht wahr? Aber ihr habt eure Karte bewiesen, das gefällt mir. Das gibt mir runter wie Öl, Chefin. Wir werden dir unser Leben lang treu zur Seite stehen, Chefin. Es tut mir leid, es tut uns wirklich leid, dich diesmal enttäuscht zu haben. Ach, sie haben das Herz am rechten Platz. Ach, wie erfrischend jung ihr doch noch seid. Ups, ich sollte mich mein Alter preiszugeben. So alt schon. Au. Ach, unser Fang kommt ist eh wieder aufgeladen. Ha. Boah, das geht, also der Teil, der geht wirklich auf den Arm. Der ist heftig. Aber dank 40er Serie. Nimm mal mit. Start Kanimani. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.